Eine eigentliche Messung zu machen ist dann sehr leicht. Wir fahren auf die Probe und suchen uns dort. Mit Hilfe des BSE-Bilds können wir dafür nehmen. Also wir können hier mal schauen, was wir dann hier eigentlich sehen. Und wollen vielleicht auf irgendeinem bisschen fokussieren hier. Wir sind hier völlig aus dem Fokus. Und dann wollen wir vielleicht irgendwo eine Chondre, so ein Olivin messen oder sowas. Also fahren wir zum Beispiel zu dieser Chondre hier hin. Das hier sind wahrscheinlich so Olivinlamellen. Und ich fokussiere das hier drüben sauber. Ich kann ja auch so einen Cursor anklicken hier oben. Und dann sieht man noch ein bisschen besser, wo man auch tatsächlich messen wird. Dann fahre ich vielleicht hier drauf. Und dann gehe ich hier drüben ins Messprogramm. Angenommen, so, hier kurz hoch. Angenommen, das hier wird jetzt das Messprogramm. Da macht man nichts anderes wie beim Standardisieren. Beziehungsweise man macht hier einmal im Kreis. Das heißt, man schaut sich erstmal, es muss den richtigen Ordner aus. Zum Beispiel, ich speichere das bei mir irgendwo rein, schreibe vielleicht das Datum von heute hier rein. Schaut zum Beispiel das Datum von heute hier rein. Also 2021, immer hilfreich ist das Jahr vorne zu haben, dann wird es automatisch richtig sortiert. 0616. So, und dann mache ich hier auf Read Now, damit die aktuellen Werte eingelesen werden. Also 15 kV, der Strom und auch die Elektronenoptik selbst. Dann suche ich mir hier, das ist irgendwas Altes, das ich dann löschen kann. Schreibe hier neu rein Olivin in Chondre 1. Schau hier, dass ich hier einen Kreis habe von vielleicht sagen wir 2 Mikrometer oder 1 Mikrometer, je nachdem. Dann kann ich hier oben auf Store klicken. Dann wird automatisch die Position eingelesen. Und die gesamten Daten. Dann kann ich hier drüben auf was anderes fahren, auf einen anderen Punkt fahren, gehe wieder auf Store und wird hier hinten automatisch das 1, 2 und so weiter durchnummeriert. Dann mache ich das zu, dann kann ich das hier aufmachen, kann hier nochmal kontrollieren, ob hier alles in Ordnung ist. Das sollte ja der Fall sein. Wenn das so ist, schaue ich, ob hier auch nicht versehentlich Peak Search angeklickt ist. Das wollen wir nicht, weil ich mache es mal auf. Hier kann man Interferenzkorrekturen eingeben, falls man Titan, Vanadium, Vanadium, Chrom, Hafnium, Tantal oder solche Überlagerungen hat, kann man die hier eingeben. Das muss man speziell machen. Dann nehmen wir hier meistens bei der Korrektur eine PAZ-Methode, nicht ZAF, sondern PAZ. Und wenn wir mit allem fertig sind, klicken wir hier auf Acquire. Wenn das hier erscheint und nicht der, dann geht man auf Monitor und sieht hier die Analyse. Die dauert jetzt einige Minuten, deshalb soll es damit genug sein.